Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir haben letztes Mal Ophelia ein bisschen kennengelernt und ihre Schwester. Sie ist aufgenommen worden, weil sie hier irgendwie im Ort ankam und ziemlich krank war und so. Vom Erzbischof und ja, hat sich dann quasi mit der richtigen Tochter so angefreundet und wurde dann halt herzlich aufgenommen. Und der Erzbischof betrachtet sie halt beide als Schwestern. Wir möchten jetzt... Was hast du uns zu erzählen? Hell. Das große Gebäude da drüben ist die Kathedrale. Sie ist der Haupttempel des Ordens der Heiligen Flamme. Ja, wir möchten unsere Schwester nämlich suchen. Weil sie, ja, der Erzbischof ist da krank und sie braucht halt ein bisschen frische Luft und... Oh. Liana, how are you feeling? Ophelia? Liana! What am I to do, Ophelia? Father! My father is... Liana... Thinking about what might happen makes me feel so scared, so angry that I feel like my heart might just burst. But if I fall to pieces now, everyone will lose hope. I must be strong. And soon, I must depart on the pilgrimage. The rite cannot be put off any longer. There are centuries of tradition we must obey. But leaving my father behind, without even knowing if I'll ever see him again. Don't despair, Liana. We are together in this. We will find a way. Ophelia. Vor 15 Jahren hat seine Exzellenz mich aufgenommen. Nachdem ich meine Familie im Krieg verloren hatte, blieb mir nichts. Und niemand, der sich um mich kümmern konnte. Now then. Oh, verzweifle nicht, Ophelia. Von diesem Tag an sind wir deine Familie. Das ist Liana, meine Tochter. Deine neue Schwester. Liana, du kannst mich aber gerne Anna nennen, wenn du möchtest. Huh? Was ist denn los mit dir? Oh. Liana, ich befürchte, dass Ophelia etwas sehr Schlimmes durchgemacht hat. Wir sollten sie daher wieder aufmuntern. Gemeinsam werden wir im Licht der Heiligen Flamme unser Glück finden. Ja, Vater. Ich werde die beste Schwester überhaupt sein, Ophelia. Wie schüchtern sie noch ist. Die ersten Tage im Haus des Erzbischofs verbrachte ich in meinem Zimmer und sprach mit niemandem. Sie war es, die mich aus meinem Panzer befreite. Liana, meine beste Freundin, meine Schwester. Hey, Billy, don't you want to go outside? Oh, I know. There's some place I just have to take you. What?
Tokyo could become your favorite place too. It's beautiful. Isn't it though? That's why I love it here. Here, Feely. This is for you. So now, won't you play with me? Still no? Nachdem ich meine Familie verloren hatte, war ich überzeugt, dass es mein Schicksal war, den Rest meines Lebens allein und traurig zu sein. Aber Lerna vertrieb meine dunklen Gedanken und gab mir die Kraft, wieder ins Leben zurückzukehren. Leid, dass ich mich so davon gemacht habe. Ich werde an Vaters Seite zurückkehren und bei ihm bleiben, solange ich kann. Yes. Bitte tut das, Liana. Er wird sich schnell erholen, wenn er dich an seiner Seite weiß. Die Krankheit des Herzbischofs lastet auf Lianas. Auf Länder schwerer als ich, als auf allen anderen. Doch muss sie das vor ihren Mitmenschen verbergen. Nun wird sie aufbrechen, um die Glut aus der Höhle des Ursprungs zu holen. In that case. Wenn ich anstelle die Glut holen würde, dann könnte Lena bei ihrem Vater bleiben. Natürlich könnte auch ich nicht ertragen, ihn zu verlassen. Wenn ein anderer die Glut holen würde, müsste er auch auf die Wallfahrt gehen und den Ritus vollziehen. Ganz zu schweigen vom Betreten der Höhle, ohne kirchlichen Segen, er würde mir mehr drohen als nur eine Stimmpauke, das ist sicher. Dann kann liegt die Höhle des Ursprungs in den Gebirgsausläufen östlich von hier. Ich muss die Glut einsammeln, damit ich den Entfachungsritus anstelle meiner Schwester durchführen kann. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Nur ich muss ihn gehen. Trotzdem, würdet ihr mir helfen? Ich danke euch, werter Reisende. Gewiss hat euch die Flamme an meiner Seite geführt. Lasst uns zur Höhle des Ursprungs ziehen. Sie liegt in den Hügeln östlich der Stadt. Alles klar. So, wollen wir doch mal gucken. Können wir dich irgendwie ausrüsten? Nö. Hier. Ach doch. Waffen. Was kannst du denn haben? Willst, ja, aber klar, auch Stäbe. Kritisch geht halt runter, aber ich glaube, kritischen Schaden macht sie eh nicht so viel mit 58. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert so ist im Schnitt zu den anderen, oder? Kritisch, kritisch, hat irgendwer kritisch? Muss ich das letzte Mal irgendwo angucken.
physischer Angriff steigt ein bisschen, Elementarangriff steigt ein Stückchen, ja. Und Ausweichen steigt halt auch einiges. Hier geht der Angriff noch höher, aber die Ausweichrate nicht ganz so hoch. Hm. Ich würde sie trotzdem den geben, glaube ich. Ja, komm. Ausrüsten, na klar. So. Verteidigung. Ja, hier, komm, noch ein rundes Schild. So, spitzer Hut oder den Hut? Elementarangriff geht runter, aber die Werte gehen halt eigentlich schön hoch. Elementarangriff. Das sinkt halt hier, ne? Na gut, aber nur ein bisschen. Dafür steigen halt ein bisschen die FP, was gut ist. Und die Verteidigungswerte sind halt auch nochmal höher, komm. Geben wir das Diadem. So. Nochmal eine Rüstung. Die ist fett. 186, 177. Aber hier gehen die Elementarangriff halt nochmal hoch. Wir haben nur die Verteidigungswerte. Verteidigung ist halt auch schon wichtig, ne? Ich glaube, den Elementarangriff lasse ich weg. Das sind nur 8 Punkte. Und beim anderen habe ich halt statt 121, da habe ich dann 140. Das sind schon 19 Punkte mehr. Die Elementarverteidigung geht halt auch statt 177 auf 186. Ja, komm. Das Teure ist eigentlich immer besser. So, was kann ich dir noch geben? Tempo und kritisch. Kriegst du zweimal Tempo? Warum eigentlich nicht? Ausrüsten. Fegering, was macht der? GP plus 50 interessiert mich nicht. Tempo plus 10. Und vor allem den Windschaden. Ja gut. Brauche ich auch nicht. So, perfekt. Das sieht doch schon ganz gut aus. Müssen wir jetzt einfach... Gehen wir jetzt einfach? Oder müssen wir es erst mit ihr besprechen? Das ist halt die Frage. Kann sein, dass wir jetzt einfach gehen und dann bis zum Morgengrauen da sind, bevor sie halt losgeht und ihr dann so die Flamme geben und dann kann sie das Ritus einfach so... da zum, in die Kathedrale bringen oder so. Keine Ahnung. Aber bisher sieht es so aus, als wir einfach gehen, ja. Haben wir hier noch was? Nö. Na gut, dann gehen wir einfach. Fahrt zur Höhle des Ursprungs. Okay, haben wir noch eine Kiste? Eine Heiltraube, warum nicht? Okay, da gibt es nichts. Okay, mal gucken, was wir hier für Gegner haben. Okay. Ah ja, der andere ist ja nicht mehr da. Jetzt können wir die Schwächen nicht mehr aufdecken. Schade eigentlich. Der wäre für die ersten Kämpfe mal ganz gut. Na gut, dann nehmen wir doch mal einmal die Nacht, oder? Guck mal, was. Ja, der Vordere auf jeden Fall. Gut, dass wir sie ausgerüstet haben. Lanzen. Helfen uns Lanzen, nehmen wir lieber. Wir probieren es mit dem Bogen. Bei dir. Okay. Was kannst du denn so? Du hast Wunden heilen. Regeneriert GP aller Verbündeten. Aller Verbündeten? Das ist gar nicht so schlecht. Also ist sie quasi ihr Alphenersatz. Heiliges Licht. War jetzt nicht so stark, aber ist okay. Glaube ich. Naja, egal. Axt. Du hast eine Axtschwäche, aber ich will wissen, ob du auch eine hast. Ja, schön. Wer will jetzt einen Angriff? Nicht ganz so schön für uns. Ja. Schade. Heilen brauche ich noch nichts. Ich kann mal mit Eiszapfen angreifen. Ja, warum nicht? Hier. War schon klar. So. So, Tressa. Das hat nicht funktioniert. Wir gehen mal auf die Lanze.
Auch keine Schwäche. Aha. Sehr schön. Alter, die Luft greift mich noch an. So, dann gehen wir jetzt. Ah, Mist, die hat ein Messer, ne? Die ganzen Messerchen helfen nicht. Na gut. Axt. Hilft das? Nö. Lanze. Auch nicht. Aha. Stäbchen. Wow! Der Schaden. Ich glaube, du musst mal kurz die Skulpturphilia wieder beleben. Man, sie hat gut durchgehalten, dafür dass es Level 1 war, aber hauptsächlich in der Rüstung. Aber okay. So, dann heißt es für dich. Drauf da. Weg mit dir. So, ich glaube, die beiden sind ein bisschen schwächer. Haben beide Axtschwäche. Perfekt. Das hat weh. Oh, vergiftet sogar auch noch. Ne, ich probiere mal hier auch auf den Bogen. Schade. Naja, gut. Oh, gleich Level 3, perfekt. Ich weiß halt nicht, was passiert. Kriegen die auch Erfahrung, wenn die tot am Boden liegen? Also sie sind ja nicht tot, sie sind ja eigentlich nur besiegt, ne? Oder kurzzeitig kampfunfähig, wie auch immer man das hin will. Oder sind sie wirklich tot? Weil es heißt beleben, also sie sind wirklich tot. 600, perfekt. So, und hier unten ist nichts, oder wie? Oh Gott, was ist das für Viecher? Okay, den haben wir komplett aufgedeckt, aber... dich nicht. Hm. Als wenn Eis gegen Eis helfen würde. So. Schade. Dann gehen wir mit Licht drauf. Aha. Schöner Konter. Ich mag ihre Fähigkeit. So. Hast du noch Axtschwäche? Nein. Oh, auch nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte die Nachtode benutzen. Wow. Jetzt den Bogen. Aha, Bogenschwäche. Haben wir noch irgendeine Schwäche? Axt? Ne, habe ich schon ausprobiert, ne? So, dann probieren wir doch mal eure Schwächen aus. Hm, schade. Das war's also nicht. Okay, es war einfach nur nochmal versucht. Wow, ist ja irgendein Scheiß drauf. Okay, aber ich heile sie erstmal. Erste Hilfe. Gut, dass wir ihr gute Rüstung gegeben haben. Das hat echt geholfen. Auch immer nur sie anzugreifen. Das ist die Schwächste bei uns. Ah, sie stirbt bald. Jedenfalls sieht das aus, weil Boost zum Beispiel ist da rot. Darf man Boost? Ach so, dafür ist das. Darf man Boost nur nicht benutzen? Ich dachte, sie stirbt dann, wenn das abläuft. Dann ist ja nicht so schlimm. Okay, Klerikerfähigkeiten. Licht. So, weg mit dir. Keine Chance, Junge. Du hast doch keine Chance gegen uns. Ja, perfekt. Schade, ich wollte eigentlich sehen, ob das verschwindet. So, Ophelia hat schon wieder aufgelevelt. Sehr schön. Oh, das ist die Höhle. Nee, ich möchte erst oben weiter. What?
to do? Bogen. Auf dich. Mann. Funktioniert immer noch nicht. Warum ist der eigentlich gegen Äxte sicher, aber die anderen halt alle nicht? Müsste er nicht auch die gleiche Schwäche eigentlich haben, so? Naja, gut. Aha. Noch eine Schwäche gefunden. Oh nein, er boostet sich. Krieg ein Problem. Der könnte auch vieler wieder umhauen. Dann müssen wir es versuchen zu verhindern. Was aber nicht zu klappen scheint. Ich weiß noch nicht, was seine... Ah, Feuer vielleicht, ne? Ich habe kein Feuer mehr dabei. So, ich könnte... Ich greife einfach mal mit Licht an. Was soll's. Okay, es war jetzt keine Schwäche, aber es hat trotzdem funktioniert, dass er wenigstens weg ist, weil er war gebufft und... Muss nicht sein, dass der uns dann angreift. Ich gehe mal wieder zum Bogen. Ja, warum nicht? Here we go. Brechen können wir die gerade nicht, aber na, der wird nicht so viel bringen. Der hier halt eher. Und leider ist es gerade nicht ganz so wirkungsvoll. Wobei doch, gebrochen kriegen wir ihn noch. Und viele darf nochmal. Das ist gut, dann ist er schon mal raus. Ein Angriff weniger. Sehr schön. So, haben wir den auch nochmal kaputt da hinten. Ich denke, ich brauche Feuer. Sehr schön. So, der greift schon mal nicht mehr an und ja, einfach nochmal draufhauen, würde ich sagen. Der hat jetzt auch keine Chance mehr, gehe ich von aus. Nope. Perfekt. Ich glaube, er hat vielleicht auch noch eine Lichtschwäche. Wenn ja, habe ich es nicht gesehen. Naja, gut. Noch ein Level-Up für Ophelia. Flame Essence bekommen, schön. So, was haben wir hier oben noch? Hat hier gerade was geblitzt? Nö. Hier oben ist einfach mal gar nichts? Ernsthaft? Wow. Ich habe echt einen sinnlosen Weg eingebaut. So. Einmal kurz speichern und ich würde sagen... Oh. Ich dachte, die muss ich selber ansprechen. Na gut, dann machen wir es dann noch. Die Höhle des Ursprungs. Diese Höhle beherbergt die erste Flamme. Das Feuer, das Alfred Grist persönlich vom Himmel herabgeholt hat. Ich muss es zurückholen. Okay, war doch nicht so lang. Ich dachte, es kommt eine riesige Katze oder sowas, aber nee. So, dann würde ich aber sagen, beenden wir fürs Erste den Part und gucken, was wir dann in dieser Kiste links haben und in der Höhle finden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.